Heute gibt es mal wieder einen schönen Oldschool-Vlog für euch vorne. Und zwar bin ich auf dem Weg zum Gardasee zusammen mit Max. Der sitzt da vorne im RS6, ich im Bentley. Hab da heute die Kennzeichen bekommen und erste Probefahrt direkt mal 1000 Kilometer nach Italien. Wir machen das ja jedes Jahr so, dass wir da ein paar Tage im Frühling auf entspannt zum Chillen hinfahren. Auf dem Rückweg fahren wir diesmal allerdings in Würzburg vorbei. Da hat Ilka eine neue Lieferung für mich bekommen, worauf ich auch schon super gespannt bin. Ein Hühnchen miteinander zu rupfen, mein Lieber. Du hast mir Angst gemacht, was hier Verbrauch angeht. Ich sag 16. 12? Nee. 12 Liter. Was? 12 Liter und ich sag dir, ich würde eine Wette eingehen, jetzt mit dir Handschlag, wenn wir 100 Kilometer fahren, ich kann den unter 11 Liter auf 100 fahren. Voll, was? Ja, Alter. Doch. Jetzt krieg ich hier nur das Putzmittel. Boah, Alter, ha? Nicht mal hier. Das übelst so verschmortes Plastik oder so. Ja, genau so riecht das, Digga. Also, wir haben es gerade innerhalb von 6,5 Stunden von Hamburg nach Österreich geschafft. Jetzt hier quasi in den Voralpen schon. Und so ab 180, 200 km/h bekomme ich im Innenraum immer so einen leicht komischen, verbrannten Geruch in der Nase. Ich bin gerade erst mal auf die Idee gekommen, die Motorhaube aufzumachen. Ja. Das stinkt da, ne? Ja. Ich habe einen Feuerlöscher dabei, alles gut. Was ist das denn damit vor? Ja, überbrücken, ne? Falls einer. Da, Überbrückungskabel, Feuerlöscher. Alles dabei, Digga. Ich habe einfach zu viele Urlaube auf dem Standstreifen verbracht, jetzt hier noch irgendwas dem Zufall zu überlassen. Einmal nochmal zwei große Weizen. Also, weil es so warm war. Und so parkt man in Italien, Freunde. Schön Beifahrerseite an Beifahrerseite, damit die Nacht... Du hättest aber noch näher rangekommen, ne? Oh, ja. Ah, Max, haben dir die 4 Bier gestern nicht geschmeckt? Im so. Jägerhof. Wir waren schon wieder viel zu lecker, ne? Also früher haben wir die Strecke in einem Tag durchgezogen. Jetzt haben wir einmal Zwischenhalt gemacht in Tirol. Aber wir haben es geschafft, Max. 1000 Kilometer, was sagst du? Bist du fit? Ich bin fit, Karre ist fit. Ich hab Bock auf Pizza. Oder was kann das? Das ist ja der Punkt. Ja, das waren noch ein paar entspannende, erholsame Tage in Italien, wie ihr gesehen habt, Freunde. Zum Auto gibt es gar nicht mehr viel zu erzählen. Der hat jetzt die letzten 3000 Kilometer, die wir in einer Woche abgerissen haben, klaglos weggesteckt. Bei der Laufleistung haben wir auch nichts anderes erwartet. Es stehen jetzt 17.200 auf dem Tacho. Als ich ihn geholt habe, waren es 14.000. Also eigentlich schon eine wilde Nummer, so als erste Probefahrt gleich 3000 Kilometer abzureißen. Aber gut, hat funktioniert. Positiv überrascht bin ich auf jeden Fall vom Verbrauch. Max hatte ja vorher auch so eine Kiste und hat gesagt, dass man die auch auf der Autobahn nicht unter 16, 17 Litern bewegen kann. Als wir aus Hamburg rausgefahren sind, war halt ja so normaler Verkehr, ist man so 120 gefahren und da hat er mir knapp 12 Liter angezeigt. Also absolut völlig in Ordnung für ein über 2 Tonnen Auto mit fast 600 PS, 6 Liter 12 Zylinder. Über die gesamte Fahrt habe ich einen Durchschnittsverbrauch angezeigt von 15 Liter, was man bedenkt, dass wir auf der Rückfahrt gefühlt durchgehend 180, 200 gefahren sind. Absolut sich im Rahmen bewegt, bin ich zumindest der Meinung. Insofern, ja, tolles Auto. Jetzt geht's zurück in den Ernst des Lebens. Ich habe schon ein paar Telefonate geführt mit Pia und Steven, einiges gehört, was in der Firma so passiert ist, positiv als auch negativ. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Unser neuer Zaun ist fertig, Freunde. Jetzt können die Leute endlich nicht mehr ums Gebäude rumfahren und ich habe hier genügend Platz, die Autos hinzustellen. Muss ich sagen, jetzt unterm Strich bin ich doch ganz zufrieden geworden. Das haben wir hier so ein bisschen alles hingemauschelt, ne, dass das passt. Wir haben hier eine ganze Reihe Caddies tatsächlich. Der letzte da vorne ist noch in der Aufbereitung. Dann haben wir vorne eine komplette Reihe Caddies. Oben habe ich hier meine Flaggen mittlerweile gehisst. Und jetzt fehlt eigentlich hier nur noch so ein Schild. Und bei den Autos fehlen noch Kennzeichenhalter bzw. diese Einleger und die Preisschilder. Das habe ich jetzt noch alles bestellt. Und dann sieht das doch fast nach einem seriösen Autohaus aus hier vorne. Da will ich aber wirklich nichts mehr hören hier. Auf den Streifen hier vorne sollen die Pkw eigentlich stehen, die ich zum Verkauf habe. Wobei ich da auch wirklich versuche, Abstand von zu halten. Also Gebrauchtwagen, Privatkunden, Pkw-Handel, absolute Hölle. Vertraut mir, lass die Finger davon. Ich habe
habe hier auch zwei Kisten, die sind beide top, sind beide auf Mobile drin mit sehr guter Preis, aber gehen beide nicht weg. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, sodass ich mittlerweile auch schon am Überlegen bin. Die untere Fläche des Autohauses war ja eigentlich auch mit für den PKW-Handel gedacht. Ich habe auch mal überlegt, irgendwas in Kommission zu machen, aber bin da auch nicht so richtig weitergekommen. Insofern überlege ich, auf die Fläche jetzt meine eigenen Autos hinzustellen. Die stehen jetzt ja momentan oben. Aber wenn du den ganzen Tag hier im Büro sitzt und auf so eine leere Fläche guckst, ist es schon ein bisschen ernüchternd. Insofern kann sich da ein bisschen schön eindekorieren hier, ne? Der macht sich ja schon ganz gut hier, das Baby. Der T6 macht sich hier auch gut vom Laden in der Sonne. Das Ding wird verlost, Freunde. Denkt ans Gewinnspiel. Es läuft nur noch bis heute Abend. Ihr habt die Möglichkeit, den Lachs zu gewinnen. Um teilzunehmen, braucht ihr einfach nur eine Bestellung bei uns im Online-Shop dalassen. Wir haben aktuell Frühjahrs-Sale. Es ist auch ganz viel schon ausverkauft bei Value. Die Sachen werden erstmal nicht restockt. Wir planen eine komplett neue Kollektion. Das heißt, alles, was jetzt da ist, ist wahrscheinlich für den Rest des Jahres das letzte Mal da. Schaut über den Link in der Videobeschreibung vorbei, ob für euch noch was Passendes dabei ist. 20% spart ihr nur noch heute mit dem Code Frühling24. Und nur noch heute läuft auch die Aktion mit dem T6. Das Ding wird per Zufallsprinzip verlost unter allen Bestellungen, die bis heute Abend eintreffen. Bin auf jeden Fall froh, dass das hier vorne jetzt halbwegs vorzeigbar wieder aussieht, dass der Zaun steht. Wir haben ja die Fläche hier auch noch begradigen lassen. Ein halbes Jahr sind wir jetzt schon hier. Irgendwann wird es auch noch dazu kommen, dass die Fassade oben gereinigt wird, dass wir vielleicht mal an der Beschilderung uns was einfallen lassen. Der ein oder andere fragt sich vielleicht, warum das so lange dauert. Ich habe auch schon mal überlegt, ein komplettes Video drüber zu machen, einfach diese ganzen finanziellen Hintergründe beim Thema Autohandel einmal aufzurollen. Es ist halt nicht so, dass mir hier unendlich Geld zur Verfügung steht oder wie einige in den Kommentaren schreiben, von meinem Papa in den Arsch geblasen wird, sondern alles, was ich hier mache, bezahle ich aus eigener Tasche. Die laufenden Kosten müssen auch noch bezahlt werden, das vergessen viele. Also Miete, Gasheizung, könnt ihr euch ja ausrechnen, was jemand hier für 1000 Quadratmeter verglasten 70er-Jahre-Bau so ungefähr bezahlt. Zwei Gehälter, Pia auch noch. Und am Ende muss ja immer noch das übrig bleiben, was du investierst. Also die Fläche begradigen hier, das waren fast 5000 Euro. Der Zaun war 10.000 Euro und das war ein übelstes Schnäppchen. Und wenn wir hier oben anfangen, irgendwie erst an der Beschilderung zu machen, da bist du auch ganz schnell ein Zwanni los. Also das muss ja erstmal nach allen Kosten überbleiben. Und dann willst du ja auch noch irgendwie außerhalb des Geschäfts das übrig haben. Also man arbeitet ja auch nicht für Luft und Liebe. Insofern, ja, geht das Ganze hier vielleicht ein bisschen langsamer voran. Man muss halt einfach gucken, dass man das Geld ein bisschen zusammenhält. Und vielleicht mache ich demnächst mal ein ganzes Video drüber, über das Thema. Vielleicht rufe ich auch nochmal Enrico an, soll der nochmal ein, zwei Sätze dazu erzählen. Wobei es, glaube ich, auch so eine Autohändlerkrankheit ist. Ne? Immer rumweinen wegen Finanzen. Aber es ist einfach wirklich alles ein enormer Druck. Kommen wir mal zum Titel des heutigen Videos, Freunde. Mein S63 AMG Cabrio. Das Auto kennt ihr, habe ich vor 2 Jahren beim Mercedes-Händler Luxemburg gekauft. Mit einer Laufleistung von 24.000 Kilometer war das, glaube ich. Wunderschönes Auto, auch immer noch absoluter Traumwagen von mir. Vorletztes Jahr richtig viel Spaß damit gehabt. Ich glaube, 10.000 Kilometer bin ich drauf gefahren. Letztes Jahr haben die Probleme angefangen. Da hatte ich einen eigenverursachten kleinen Achsschaden vorne links. Die Felge war kaputt. Aufgrund Mercedes-Vorgaben wurden dann Querlenker, Federbein, Lenkgetriebe mitgetauscht. War auch ein Versicherungsschaden. Dafür haben die Jungs allerdings irgendwie 4 Monate gebraucht oder so. Völlig außerplanmäßig. Irgendwas ist da ganz, ganz schief gelaufen. Ich war richtig angepisst. Habe auch letztes Jahr schon Videos drüber gemacht. Das ist eigentlich alles aufgearbeitet. Als ich das Auto wiedergekommen habe, hatte ich immer noch ein paar Probleme. Und zwar wurden mir ab und zu einige Fehlermeldungen angezeigt. Einfach so aus dem Nichts während der Fahrt. Die konnte ich dann auch wieder wegdrücken. Unter anderem auch eine Batteriestörung. Wie gesagt, das Auto hatte beim Händler einige Standzeit. Ich habe mir da nicht wirklich viel weiter dabei gedacht, weil man die einfach wegdrücken konnte und ich dann auch einfach irgendwann fahren wollte. Herbst also noch genutzt, Auto eingewintert, jetzt ausgewintert und die erste Fahrt unternommen auf der Autobahn. Zum Glück ist es passiert, wo ich hier wieder von der Autobahn runtergefahren bin. Also A24 Abfahrt Jenfeld runtergefahren, an der Ampel stand ich dann da hinter mir im LKW und das Ding geht an der Ampel, sobald ich stehen bleibe, einfach komplett aus. Motor geht aus, komplette Fahrzeugelektronik ist total, also Totalausfall. Ich hatte keine Anzeige mehr im Digitalcockpit, auch rechts nicht, im Media-Ding. Nichts hat mehr geleuchtet. Ich habe keinen Warnblinker anmachen können. Als ich die Tür aufgemacht habe, ist das Fenster nicht runtergefahren. Einfach die komplette Fahrzeugelektronik war ausgefallen. Ich habe Steven angerufen, er ist hingefahren, hat das Ding überbrückt, ist auch wieder angesprungen, hergefahren, ausgemacht, wieder tot. Alles tot. Ja, dann stand er hier. Haben wir Strom drauf gegeben? Ausgelesen. Ein Batteriefehler, den Batteriefehler gegoogelt. Batterie ist kaputt. Neue Batterie bestellt, eingebaut, immer noch Batteriefehler. Ja, dann hat sich herausgestellt, dass unser Teileprogramm eine falsche Batterie ausgespuckt hat. Wir also mit der originalen Mercedes-Teilenummer geschaut, die wir von der alten Batterie hatten. Und jetzt geht's los. Das hier ist das alte Teil.
Das ist eine Lithium-Ionen-Batterie mit integriertem Steuergerät. Ich glaube, heutzutage nennt man sowas Technologieträger, wenn man unnötig komplizierte und kostenintensive Verschleißteile irgendwo einbauen und verkaufen will. Das Teil kostet einfach mal über 2000 Euro für eine Batterie. Und das Auto hat 34.000 Kilometer auf der Uhr und ist ein paar Jährchen alt. Hat noch Garantie eigentlich sogar, aber natürlich nicht auf Verschleißteile wie eine Batterie. Ist es wirklich was, was mich im Kern sauer macht, weil ich es einfach aus logischem Denken heraus nicht nachvollziehen kann. Eine Batterie ist so ein einfaches Bauteil, die soll Strom speichern und die soll Spannung zur Verfügung stellen, damit elektrische Helferchen im Auto funktionieren, damit Steuergeräte kommunizieren können, von denen es sowieso schon viel zu viel in so einem Auto gibt. Und dann macht man so ein einfaches Bauteil auch noch unnötig kompliziert und 10-mal teurer als normal, was ja gar nicht zum Tragen kommen würde, wenn es überhaupt funktionieren würde über eine angemessene Lebensdauer. Ich habe einige Forenbeiträge gelesen, die auch bei geringer Laufleistung nach wenig Zeit das Problem haben, dass das Ding frühzeitig in den Arsch geht. Und das kann es doch nicht sein. Ich glaube nicht mal, dass es dabei ums Geld verdienen geht. Ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht kann es mir ein Pressesprecher von Mercedes eloquent erklären, so wie sie es bei JP im Video geschafft haben über den C63. Naja. Also Mercedes ist wirklich, ist einer der vielen Gründe, warum ich mit der Marke Mercedes leider nicht mehr viel anfangen kann. Das macht mich auch selber traurig. Mercedes ist die deutsche Aushängemarke gewesen für Langlebigkeit, Qualität, Ingenieurskunst. Und das geht einfach alles den Bach runter, weil es Fähnchen im Wind sind, politische Mitläufer und Leute, die einfach nur die Aktionäre glücklich machen wollen. So sieht das aus, Freunde. Naja, so, wir machen uns dran hier, suchen Leute, vielleicht ist ja auch einer dabei, der das Video schaut, die so tief in der Thematik drinstecken, dass man eventuell über die Fahrzeugelektronik das Steuergerät in der Batterie ausprogrammieren kann oder dass man es irgendwie so mauschen kann, dass man halt eine normale Batterie reinsetzen kann, weil ich es einfach nicht einsehe. Ich sehe es einfach nicht ein, Freunde, schreibt mir gerne auch mal eure Gedanken dazu in die Kommentare, ob ich mal wieder nur in meiner negativen Gedankenspirale gefangen bin oder ob das einfach nur noch alles Dreck ist. Vielen Dank euch fürs Anschauen des Videos. Das war's mit meinem kleinen Update für diese Woche. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Restsonntag. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.